In Belize gibt es viele kleine, wunderschöne Inseln. Eine davon ist Tobacco Key. Mit ihren 200 Metern Durchmessern ist sie so klein, dass sie nicht einmal auf Google Maps aufscheint, und sie ist dafür bekannt, dass man hier hautnah mit Stachelrochen schnorcheln kann. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Paradies. Wir sind gerade auf der kleinsten Insel, auf der wir jemals waren, und wir nehmen euch heute mal einen Tag mit, was wir hier so machen. Und das Erste, was wir in der Früh sehen, ist einfach diese herrliche Aussicht von unserem Balkon aus. Und jetzt holen wir uns mal einen Kaffee. Die Aussicht hier ist wirklich phänomenal. Man geht einfach diese paar Schritte runter zum Meer, kann sich hierher setzen und dann aufs Korallenriff schauen. Und wenn man Glück hat, dann schwimmt hier alle paar Minuten ein Rochen vorbei. Das ist einfach so genial. Also Kaffee, Rochen und ein super Start in den Tag. Also bevor wir uns jetzt hier um 7 Uhr in der Früh gleich einen Sonnenbrand holen, gehen wir wieder unsere 30 Meter zurück zu unserem Zimmer und warten auf unser Zeichen, bis es Frühstück gibt. Es gibt hier nämlich auf der ganzen Insel keine Restaurants. Das werdet ihr dann später noch sehen. Hier gibt es nicht so viel. Und man bekommt das Essen eben von der Unterkunft. Und jetzt warten wir, bis es Frühstück gibt. Das ist übrigens die Aussicht, die wir haben, wenn wir Zähne putzen. Wir finden es so cool, dass hier ein Song geblasen wird, wenn das Frühstück fertig ist. Und das war genau das Zeichen, auf das wir gewartet haben. Was hier in Belize wirklich geil ist, sind diese scharfen Soßen. Die gibt es ja auch in Mexiko, aber diese Habanero-Soßen in Mexiko schmecken eigentlich nach nichts. Und hier in Belize werden die gemischt mit verschiedenen Zutaten und die haben dann einen super guten Geschmack und sind richtig, richtig scharf. Hier steht sogar komatöses Hot Level, also richtig scharf. So sieht hier übrigens der Essbereich aus mit diesen ganzen bunten Tischen und man hat hier auch wieder einen voll genialen Blick auf das Meer und man sieht hier auch so ein bisschen das Riff überall rausstehen. Ich finde, das sieht so genial aus. Wenn man hier rauskommt, dann hat man hier einen Blick auf den Gemeinschaftsbereich. Da sind so Hängematten gespannt, es gibt ein Volleyballfeld. Das finde ich auch richtig herrlich hier. Und man muss hier aufpassen, das finde ich ganz lustig, weil hier überall Bäume sind mit Kokosnüssen drauf. Und man sollte nicht zu lange unter diesen Bäumen stehen, weil passieren kann, dass einem eine Kokosnuss auf den Kopf fällt. Was ich hier richtig schön finde, hier diese ganzen kleinen Häuser direkt am Meer und alles hat irgendwie eine andere Farbe. Also richtig schön. Die Insel ist übrigens so klein, dass sie nicht mal auf Google Maps eingezeichnet ist. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal, was man auf so einer Mini-Insel alles findet. Und gehen jetzt von einer Seite der Insel auf die andere. Also zum einen gibt es hier ein paar Bootsanlegestellen, weil mit dem Boot kommt man her. Es dauert nur ungefähr 30 Minuten, bis man hier ist. Und es gibt zwar keine Supermärkte oder sonstiges hier auf der Insel, aber es gibt hier eine Bar und hinten gibt es dann noch eine Bar. Es gibt hier auf der Insel insgesamt 4 Unterkünfte und auch einige Fischer leben hier. Also ich glaube, insgesamt hat die Insel 25 Einwohner plus die Touristen, die dann eben hier sind. Und die meisten davon sind eben Fischer und wir haben einen gesehen, als wir angekommen sind. Der hat die Muscheln gereinigt und nebenbei sind die riesigen Rochen geschwommen. Das hat echt heftig ausgesehen. Und hier ist das andere Ende der Insel. Das dauert ungefähr 2 Minuten von der einen Seite zur anderen. Hier ist übrigens auch die zweite Bar, von der ich vorher erzählt habe. Und dort draußen ist der beste Ort zum Schnorcheln, wo wir heute Nachmittag dann noch hingehen werden. Also wie ihr jetzt wahrscheinlich sehen konntet, man kann auf der Insel jetzt nicht so viel machen und Partygänger sind wahrscheinlich auch falsch auf der Insel. Aber man kommt hier auch nicht deswegen her, sondern man kommt hierher zum Schnorcheln, zum Tauchen, in Hängematten herumhängen. Lesen, essen, vor allem essen eigentlich. Wir essen dreimal am Tag und die Portionen sind immer so riesig, aber es ist einfach so lecker. Also was wir machen ist essen, schlafen, Hängematte liegen, lesen, schnorcheln. Und wieder von vorne. Und genau das werden wir jetzt machen, bis wieder das Horn ertönt und das Mittagessen fertig ist.
Zorn ist wieder erklungen. Das heißt, es geht wieder zum Essen. Wir kriegen hier die ganze Zeit so gute Sachen zum Essen und so extrem viel. Und das dreimal am Tag, also irgendwie kommt schon vor, ich platze gleich. Und wir bekommen auch jedes Mal eine Nachspeise dazu. So, dreimal dürft ihr raten, was jetzt am Plan steht. Ganz genau, Hängematte. Ach, Luxus. Eines der ersten Dinge, das wir übrigens gemacht haben, als wir hier auf der Insel angekommen sind, war gleich mal unsere Schuhe ausziehen, weil wir gehen hier alles barfuß. Das Einzige, was man aufpassen muss, sind ab und zu mal so Muscheln im Sand, und Sand wird um die Mittagszeit auch ziemlich heiß, aber sonst gehen wir hier alles barfuß. Wir haben gerade Philipp getroffen, er ist der Fischer, von dem wir euch schon erzählt haben, und er macht jetzt gerade wieder diese Konkmuscheln fertig. Also die fischt er jeden Tag, er geht raus so 2 bis 6 Stunden, je nachdem wie viele er findet, und fährt dann mit dem kleinen Kajak raus und taucht dann runter, und das ist natürlich eine Mordsarbeit, das sieht man auch an seinen wirklich starken Händen. Und er verkauft dann diese Konkmuscheln für 12 Belize Dollar, das sind ca. 6 Euro pro Stück. Weil er hat gemeint, er fährt nicht gerne in die Stadt, sondern er mag sich auf der Insel, hier ist es ruhig und es gibt die Gemeinschaft von den Leuten, die hier wohnen, so 25 Leute, und er hat gesagt, das gefällt ihm viel besser, und er hat gesagt, er kann jetzt reingehen und einen berühren. Also ich muss da nicht unbedingt rausgehen, ich schaue mir das eher lieber ein bisschen von der Ferne an. Philipp hat gerade erzählt, dass sie ihn schon einige Male gestochen haben, weil er versehentlich aufgestiegen ist. Und sie sind zwar nicht giftig, aber er hat gemeint, irrsinnig weh. Also uns gefällt es so gut, dass wir gerade hingegangen sind und gesagt haben, was kostet es, noch eine Nacht länger zu bleiben? 144 ja. US-Dollar. Und das hat uns jetzt ein bisschen verwirrt, weil wir dachten eigentlich, mit Essen und Boottransfer und allem kommen wir auf ungefähr 90 Euro pro Nacht. Für beide zusammen. Aber es ist jetzt doppelt so teuer. Ja. Das ist jetzt richtig weh, weil wir hatten gedacht, der Preis ist in Belize-Dollar angegeben und dabei in US-Dollar. Und ein US-Dollar sind 2 Belize-Dollar. Das heißt, es ist alles doppelt so teuer, als wir gedacht haben. Aber wir müssen sagen, wir bereuen das trotzdem nicht, dass wir hierher gekommen sind, weil das wirklich wie das Paradies ist hier. Wir hätten das wahrscheinlich ansonsten nie gemacht. Also ganz sicher nicht. Aber gut, wir nutzen jetzt unseren letzten Tag hier und gehen nochmal schnorcheln, und dann nehmen wir euch jetzt mit. Das Schnorcheln war jetzt wieder so schön. Man sieht einfach so viele verschiedene Tiere und Korallenarten. Es ist unglaublich. Also diese verschiedenen Rochenarten, die bunten Fische. Die sind so riesig, die Rochen, und man ist einfach nur ein paar Meter von ihnen entfernt. Aber auch Flunder, Krebse, Krabben. Wirklich, es ist echt genial hier zu schnorcheln. Und dieser blaue, bunte Fisch, das ist mein absoluter Lieblingsfisch. Ich finde es so cool, der erinnert mich an den Regenbogenfisch. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr eine Geschichte vom Regenbogenfisch kennt. Patrick kennt sie nicht. Keine Ahnung. Ja, ist kein Wunder, dass hier so schön zum Schnorcheln ist, weil hier geht ja dieses riesige Korallenriff bis rauf nach Yucatan, wo wir schon mal waren in Mexiko. Ist ja das zweitgrößte Korallenriff der Welt. Also das ist hier wirklich echt einfach wunderschön. Und wir werden uns jetzt hierher setzen und noch den Sonnenuntergang genießen, weil morgen verlassen wir diese Insel dann leider. Aber wir müssen sagen, also auch wenn es jetzt teurer war, also viel teurer war, als wir gedacht haben. Wir bereuen das nicht, dass wir hier waren, weil es einfach, also das ist wirklich wie das Paradies hier. So stellt man sich das vor, die ganze Insel ist so klein, Palmen gesäumt, man geht einfach ins Wasser, ist sofort beim Korallenriff, also das ist wirklich, ja. Hat sich ausgezahlt. Also wenn ihr in Belize seid, dann gönnt es euch, wenn ihr das Geld dazu habt, und bleibt 1-2 Tage hier, zahlt sich voll aus. Mhm. Und wir sehen uns dann hoffentlich dann beim nächsten Video wieder. Und wir warten jetzt noch auf das nächste Horn, ja. Und dann gibt es Abendessen. Also wir zahlen zwar voll viel, aber das Essen voll gut. Voll gut. Tschüss. Tschüss.